Aufbruchsstimmung bei Nina und Marius. Verzeihung, Aufbruchsstimmung bei Nina, denn Marius lässt sich doch nichts aus der Ruhe bringen. Marius, kannst du dich fertig machen? Kannst du derweil bitte ein Flaschi für die Kleine einpacken? Ja? Ja. Dankeschön. Sofort. Weil wir müssen ja schon um 2:30 bei Bianca und Steven sein, okay? Ja. Passt. Die Bianca kenne ich durchs Haus Lena und mittlerweile sind wir total gut befreundet und ich gehe sie auch oft besuchen, also auch den Steven natürlich. Die Nina habe ich als gute Freundin sehr gut gewonnen. Also, wow, sie ist wirklich eine gute Freundin und ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe. Schatz! Bitte. Bist du die Kleine, dass ich die Wäsche wegräumen kann? Ja, räum die Wäsche weg. Der Marius kommt gleich. Ja, ja. Der Nina. Dass wir Xbox spielen können. Ja. Immer die Xbox-Spielerei doch. Der Marius spielt kaum noch Xbox, außer wenn wir beim Steven sind. Dann spielt der Marius mit dem Steven schon. Und ich unterhalte mich halt mit der Bianca und wir spielen mit den Kindern. Nein, Schatz, spielst du mit? Nein. Braucht er nicht spielen wie ich und die Nina, die Isabella. Die Kleine gehen dann rein. Mädchenkram sprechen, dass die Kinder wieder sprechen ja, können. Ja, macht das. Dann geht's nicht uns auf den Sack. Xbox spiele ich fast überhaupt nicht mehr, nur wenn ich beim Steven bin. Dann geben wir uns die Träume bei der Xbox. Servus. Na, wie geht's? Ich gebe dir Autos an. Ich setze dir kurz auf den Autos. Super. Das geht nicht viel. Siehst du, hab gestraft, zwei Kinder jetzt auf einmal. Jetzt weißt du, dass wir Zwillinge haben. Na. Oh, was süß. Ja. Darf ich vorstellen? Isabella, Leonie, Isabella. Ja, die Leonie und die Isabella sind zusammen total süß. Also, es ist echt faszinierend, was die beiden schon können und wie sie sich anschauen. Also, es ist echt schön. Ah, ich bin ja gespannt, ob vielleicht gehen sie in den gleichen Kindergarten, also auch gut immer in die gleiche Schule. Oh, ich freue mich ja schon. Ja. Also, abnehmen, Fußballspielen, Essen machen. Die klassische Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau dürfte sich in diesen vier Wänden absolut durchgesetzt haben. Wiederschauen. Okay, wir gehen jetzt schon. Ja. Gehen wir mal rein. Können die zwei spielen und wir gehen. Ne? Brav, Mädels. Zu Hause bei Steve und Bianca. Während Steve und Marius vor lauter Xbox-Spielen bereits viereckige Augen haben, haben Bianca und Nina nur Augen für ihre Babys. Und wie geht's dir mit der Kleinen? Gut, ja. Bei dir auch. Sie hält sich schon selber. Ja, ich darf ihr gar nicht halten. Beginnt sie auch schon zum Zahnen oder so? Ja, extrem. Ist sie schon ganz weiß? Ja, auch. Ist sie auch. Wow, die ist das was? Ja, total. Das tut schon unweh irgendwie. Wahnsinn. Ich finde die Bianca und mich viel reifer als die Jungs. Ich glaube, das merkt man aber auch. Allein schon vom Sprechen her. Geh der Arsch. Schieß! Ja. Schieß! Gib zu mir. Nein! Ja! Geschossen! Ja! Fick so. Und wie fühlst du dich als Mama? Ja, schon schön, oder? Ja, schon. Viel anders ist alles. Gell? Ich sehe das Leben komplett anders. Ja, ich auch. Der Lebensstil und so. Es ist einfach. Früher hätte ich nie Zahn geräumt oder so. Hätte ich mal verwenden lassen. Jetzt da. Überall, ja, schau das Putzen. Ja. Jetzt weiß man, dass man das zu tun hat. Ja. Und dass man die Arbeit gerne macht. Ja. Das Leben sehe ich jetzt da so. Ich habe früher meinen Eltern überhaupt nichts geglaubt, dass es die Sachen teuer sind, dass sie dort nichts leisten können, dort nicht. Man leisten schon, aber einfach, es ging nicht wegen dem, weil es zu teuer ist. Und jetzt da sehe ich selber dadurch mit der Kleinen. Es ist schon. Ich weiß jetzt, wie das ist. Ich muss die eigene Miete zahlen, Strom, Gas, was auch Gott immer alles. Ich habe die Urzahlungen, jetzt verstehe ich auch so meine Eltern. Und ja, und ich sehe das jetzt auch komplett anders. Ich tue mehr sparen, ich schaue auf die Rabatte und nicht mehr so, da will ich was ausgeben, dort will ich was ausgeben, das mache ich nicht mehr. Die Kleine ist mir wichtiger und ja. Ja, also ich sehe das Leben jetzt ein bisschen anders, da ich ja jetzt eine Aufgabe habe, die ich bewältigen muss, sprich, ich habe jetzt eine Tochter und muss mich um sie kümmern und es ist halt jetzt nicht mehr so viel Zeit für andere Sachen, sondern es ist für mich eine neue Herausforderung, um die ich mich aber gerne kümmere und ich weiß, ich habe etwas zu tun. Zurück zu unseren Xbox-Helden. Die haben ihre Controller immer noch fest in der Hand und motivieren sich gegenseitig zu sportlichen Höchstleistungen. Der Wortschatz ist derselbe geblieben.
Ein Arsch. Sieh's. Nicht du. Wie lange bleibst? Kommt drauf an, was die Nina befiehlt. Befiehlt, Alter. Ja, ist der. Na, ist deine nicht so geworden? Nein. Ein Scheiß. Nein. Machen wir Tausch. Wir gehen schon. Wie ist das bei euch mit der Romantik? Also könnt ihr immer noch so ungestört sein? Es geht, es geht. Es geht. Ja. Schwierig, oder? Mhm. Nein, bei uns auch. Mir fehlt das ehrlich gesagt auch so, die bisschen mehr Liebe und so. Ja, genau. Ich würde auch gerne, dass das mehr wieder reinkommt, gell? Ja. Dass man richtig so bewusst sagt, ich liebe dich oder so, das ist schon das schön. Das sage ich immer. Ja. Ja. Aber ich würde es gerne öfters hören. Ja, also ich. Ja, von Marius. Ich auch. Wer hat die Hosen an von euch? Ich gebe immer noch. Manchmal. Solltest du nicht machen. Ja, die ist dann wieder angefressen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Super. Wenn wir fortgehen, dann denke ich mir, yeah, allein und fortgehen und dann auf einmal kommt. Um 11 fahren wir aber von der weg, gell? Ah, oh, so ist meine auch. Da muss ich immer mit ihr Kevin und streiten und diskutieren. Genau, so ist es. Das geht mir meistens immer um Arsch. Liebe ist ja schon noch da, genau. Aber sie ist halt manchmal Alltag einfach auch noch dazu. Der Alltag. Durch die Kinder ist halt jetzt alles stressiger geworden. Ja. Und da vergisst man schon halt einmal zu sagen, jetzt, wenn ich dich liebe, dich. Oder man vergisst halt einfach drauf, ja, genau, nach der Zeit. Und das ist halt auch schade. Die Nina regt sich auch über alles so auf. Wenn ich zum Beispiel zu einem Freund gehe und soll ihm die Computer richten, regt sich auf. Wieso? Sie sagt, ja, das ist wieder urgut und ich habe die ganze Zeit die Kleine. Da sage ich mir, heißt Depperte. Ich muss hakeln. Das ist nicht leibend, dann Computer noch aufzusetzen und alles neu einzurichten. Letztens sagt sie auch, unsere Beziehung ist mir leibend, da fehlt auf Romantik. Ja, und ich habe auch gesagt, ich bin kein Romantiker. Man muss ja nicht jede 10 Sekunden sagen, ich hab dich lieb oder so. Wird das nicht? Vielleicht sehen sie sich fortgehen, essen gehen, bei Kerzenlicht. Was mir auch fehlt, ist so, weiß nicht, mal gemeinsam ins Kino gehen oder, ja, oder, genau, oder dass der Maus jetzt mal sagt, ich lade dich zum Essen ein oder so. Ja, das ist genau. Schön. Ja. Das ist so cool. So, weil das ist halt so ein Beweis, weißt du? Einmal kann man sich's leisten. Weiß ich eben nicht, ob sich dann wieder aufregt, oder? Nee, was gibt's denn so viel Geld für sowas aus? Naja, Frauen eben. Warum fühlen Sie uns nicht aus? Naja, schnappst du mal. Was? Schnappst du mal die Nina und geh mit ihr essen. Ja, also ich weiß nicht, was die Nina von mir mit Romantik will. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin kein Romantiker. Wie in Meidling gibt Steve dem ideenlosen Marius Nachhilfestunden in Sachen Romantik. Ich habe zum Beispiel auch die Bianca überrascht mit Tattoos von der Kleinen. Die Lebenslinie habe ich eh schon gesehen. Ja, aber der neue. Das Datum? Was heißt das? 11.12. Römische Zahlen oder was? Ja, nein. Hat sie nicht an? Es geht. Und der Name. Ach du Scheiße. Ich habe mir die Tattoos machen lassen, weil ich einfach ein stolzer Vater bin und das erste Kind ist. Und damit es jeder sieht. Die Tattoos sind eigentlich eh ganz cool. Wie sie das Tattoo gesehen hat, hat sie gesagt, ah, bist du deppert, warum machst du das? Und hat halt herumgeschrien, herumgefragt und ja, das ist. Und dann war es halt eh doch stolz darauf, dass sie das gesehen hat und dass ich es mal machen habe lassen. Der Bianchi ihren Namen habe ich mir auch tätowieren lassen. Auch so riesig? Ja, riesig ist übertrieben. Das ist ja, als Liebesbeweis. Was machst du, wenn es nicht mehr zusammensetzt? Naja, dann habe ich ja Pech gehabt. Der Steven hat schon gesagt, er möchte nie heiraten. Würdest du den Marius heiraten, wenn er dich fragen würde? Ja, wenn er mich fragen würde, dann würde ich sicher nicht Nein sagen. Aber ich glaube, da lassen wir uns noch Zeit. Also, ja. Das hat jetzt keine Eile. Ja, bei uns eigentlich eh auch nicht. Aber ich sag, heiraten möchte ich schon. Ist mir wurscht mit wem, aber ich heirate. Oh, weiß. Und dann die Kleine mit den Blumen so. So cool, das ist Blumenmädchen. Mhm. Die beiden Jungväter Steve und Marius sind immer noch im Xbox-Fieber. Dass Jungs davon nie genug bekommen können, ist ihren Freundinnen Nina und Bianca ein Rätsel. Oh, das ist voll. Na, was macht ihr? Helfer. Noch immer spielen. Ja, hey, Alter, da geht mir am Arsch, der Steven. Wir müssen nicht geschissen in Helfer. Wenn du mich immer faulst. Ja, Alter. Dann dürft ihr nicht spielen. Punkt. Komm, rennt jetzt ja nicht über den Fernseher. Geht's unten durch. Ich geh schon. Das war aber oben drüber, nicht unten durch, gell? Das werden wir dann bald fahren. Ja. Sie ist eh schon müde, gell? Du, ich spiel noch mit dem Steven. Ja. Wir kommen eh fast nie dazu. Ja. Ja. Der Stress beim Geli ist, dass sie auf einmal rauskommt und sagt, so, wir gehen jetzt. Und nicht, dass sie sagt, ja, wir gehen in einer halben Stunde. Dass ich mich
darauf vorbereiten kann und kein neues Spiel startet mit Steven. Wenn die Nina oder besser gesagt die zwei Mädchen immer raunzen, sie wollen gleich also gehen, dann kotzt mich das meistens sehr an. Marius, gehen wir dann später, weil wir müssen ja auch noch für die Schule bald lernen. Hallo, geht's bitte so, weg? Gehen wir sehen nichts. Sackelbücher. Ja, wie wir gehen wollten, war der Marius sehr schroff zu mir. Das fand ich nicht sehr nett. Okay, normale Verabschiedung, aber ich finde es ein bisschen tja, kritisch, wie der Marius mit ihm umgegangen ist. Aber auch der Steven genauso mit mir. Ich weiß nicht, was die haben, die zwei. Immer, das ist jedes Mal fast nach dem Spiel. Sind sie. Mami, fahr mal heim, weil wir müssen noch lernen. Ja, gleich. Ja? Ja. Die Kleine ist müde. Na, dann legst du es hin. Jetzt, ich muss heimfahren. Keine Spaß. Wir müssen noch einkaufen gehen. Ich bin mitgegangen, weil die Nina sonst wieder angefressen ist. Was meistens der Fall ist, so ziemlich. Und weil ich Streit vermeiden möchte. Weil sonst regt sie sich wieder auf und sagt, ja, wir streiten nur mehr, aber das ist ein totaler Blödsinn, was sie manchmal redet. Na ja, jetzt stehst du da und kreist nicht weiter. Willst du verarschen? Also, Steven, gell? War unnett bei euch zu sein und nächstes Mal kommen wir wieder, gell? Tschüss, Steven. Wiedersehen. Ciao. Tschüss, Papa. Tschüss. Bis zum nächsten Mal für 2 Stunden.